Jetzt komme ich mal zu etwas ernsterem, Herrschaften. Und zwar, F1 22 steht ja quasi vor der Tür. Ist ja nicht mehr so weit entfernt. Und wir haben ja schon die ersten Gameplays gesehen. Alles klingt total vielversprechend. Marcel Käfer ist on the hype, könnte ich jetzt mal sagen. Und ja, dann wollte ich ganz gerne mal sagen, stelle ich euch jetzt hiermit mal meinen Contentplan für die nächste Zeit vor. Und zwar für die Plattformen. Discord, Twitter, Instagram, YouTube und Twitch. Fangen wir ganz von vorne an. Auf Discord wird es einen Track-Guide geben. Also jede Woche oder alle zwei Wochen mal eine Strecke detailliert beschrieben. Vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, der möglicherweise sagt, ey Mike, ich möchte die Linie abschalten und du hast doch mal so einen Track-Guide gemacht, kannst mir da helfen? Natürlich kann ich das, brauche ich aber ein bisschen Hilfe mit bei. So, auf Twitter und auf Instagram werde ich solche spannenden bzw. lustigen Clips hochladen. Ihr wisst ja, seit neuestem mache ich ja auch für Instagram die Reels. Ihr könnt mir gerne mal schreiben, was haltet ihr davon? Findet ihr sie geil? Findet ihr sie unnötig? Deswegen habe ich erstmal gesagt, ich mache diese F1 Fun Facts nicht mehr alle zwei Tage, sondern nur noch mittwochs und samstags. Weil mittlerweile gehen mir auch so ein bisschen die Themen aus. Wenn ihr was habt, schreibt mir, ich gucke mal, was ich machen kann. So, auf Twitch wird es Community-Lobbys geben, zu etwa 70%. Dann 20% Challenges, also auch mal was richtig Lustiges. Und zu 10% gibt es auch mal ein paar Events. Unter anderem auch Gewinnspiele. Habt ihr nicht gehört, ne? Gut. Auf YouTube wird es Folgendes sein. Liga-Rennen MXL-Highlights mit Memes dabei. Ich glaube, die haben euch sogar sehr gut gefallen. Bin ich mir sogar ziemlich sicher. Weil ich wollte mal die Liga-Rennen nicht einfach so machen wie jeder andere. Ich wollte auch ein paar lustige Memes, ein paar lustige Einspieler mit da reinschmeißen. Und ich glaube, das wird euch auch gefallen. Dann werde ich das ein oder andere Tutorial reinhauen. Ohne ABS zu fahren, ohne TK zu fahren, ohne Linie zu fahren, bla bla bla. Denn wie ich schon sagte, der ein oder andere möchte vielleicht die ein oder andere Fahrhilfe abschalten. Naja, wer weiß. Dann wird es FAQs zum neuen Game und auch zu der realen Formel 1 geben. Spoilerwarnung, am Samstag, also morgen, gibt es ein FAQ, ne? Freut euch schon mal drauf. Dann wird es Mikes Meinung geben, unter anderem für F1 22 und auch für die reale Formel 1, war ja eigentlich auch schon immer so. Und das ein oder andere Spezialvideo habe ich mir auch überlegt. Ich bin gerne bereit, eure Fragen zu beantworten und würde sagen, gehen wir mal in eine neue Lobby rein.